Was ist Scalping? Kostenlose Scalping-Strategie zum Download. Alles in diesem Video. Herzlich willkommen davon. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist André. Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Bereich Trading. Diesmal gibt es ein Video, ein Update im Bereich Scalping. Was ist Scalping überhaupt? Werden wir in diesem Video klären. Worauf sollte man achten? Und ich werde euch eine kostenlose Strategie für den MetaTrader 4 zum Download auch bereitstellen. Ich habe darüber schon mal früher ein Video gemacht. Die Strategie ist immer noch super top. Viele aus meiner Facebook-Gruppe benutzen diese Strategie auch. Findest du den Link unten in der Beschreibung. Wie gesagt, alles völlig kostenlos. Und wir klären zuerst mal, was ist Scalping überhaupt? Scalping bedeutet umgangssprachlich den Markt skalpieren. Ja, ich habe hier alles auf der Seite hier nochmal schön für euch aufgearbeitet. Den Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung dazu. Da kannst du dir auch gleich die Strategie runterladen. Ja, also beim Scalping spricht man davon, dass man wirklich nur kurzfristige Trades abschließt, sehr, sehr kleine Bewegungen mitnimmt. Es ist eine eigene Strategie im Trading. Ich habe nochmal die Vorteile und Nachteile eröffnet. Also für Anfänger ist diese Strategie nicht besonders gut geeignet. Warum? Weil das doch sehr schnell geht. Ja, sehr, sehr schnell. Man muss hier aufpassen, wo der Markt hingeht. Man braucht volle Konzentration. Ich empfehle es wirklich einem Scalping auch nicht länger als 1 bis 2 Stunden durchzuführen, weil ihr verliert dann extrem an Konzentration. Es ist wirklich ein Hochleistungssport, ja. Also es ist ein sehr schneller Handel, man kann sehr schnelle Gewinne machen, mein Vorteil, Gewinne möglicher in kurzer Zeit und man hat den Vorteil eben, dass man wenig Zeit vor dem Computer sitzt, ja. Man gibt Leute, die machen dann nur 2-3 Stunden am Tag Scalping, sind sie fertig, ja, und dann den Rest genießen sie eben den Tag. Nachteil ist, man muss bei dem Scalping eben höhere Positionen fahren als beim Swing Trading, weil beim Scalping nehme ich ja nur kleine Bewegungen mit und da muss die Positionsgröße dementsprechend groß sein, damit ich hier Geld verdienen kann überhaupt. Dann hat man noch ein höheres Risiko, falls unvorhergesehene Ereignisse kommen, zum Beispiel irgendwelche Nachrichten, irgendwas passiert in der Welt und man kriegt da einen direkten fetten Ausschlag im Markt, das kann immer mal passieren. Ist natürlich auch gefährlich für Swing Trader, aber für Scalper ist es nochmal extremer gefährlich. Besonders wenn man dann seinen Stop-Loss nicht nachgezogen hat oder sonstige Sachen gemacht hat, kann es hier Risiko sein. Man braucht sehr viel Übung und eine richtige Taktik. Ja? Scalping gehört zu den verschiedenen Arten, die von professionellen Händlern betrieben werden. Also auch von privaten Händlern wird hier Scalping durchgeführt. Was für Charts nimmt man im Scalping? Man nimmt meistens kleine Zeiteinheiten, M1, man kann auch andere Charts nehmen, Linienchart zum Beispiel. Es gibt sehr viele Variationen, Heike-Naschi-Charts zum Scalping kann man auch benutzen, ist möglich. Die Positionen werden nur wenige Sekunden gehalten, Verlustlimits sitzen natürlich eng, schnelle Ergebnisse hat man dort immer beim Scalping, ja. Und was ist bei Scalp-Tradern immer der Fall? Scalp-Trader sind die Leute, die als erstes in einem großen Trend drin sind. Die gehen dann aber meistens auch schnell wieder raus. Die gehen dann raus, wenn die Swing-Trader in den Trend hineinkommen zum Beispiel. Ich habe hier nochmal ein klassisches Beispiel gemacht für eine Strategie, dass man hier direkt reingeht an den kleinen Drehungen im M1-Chart. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Und jetzt kommen wir zur Strategie. Wie gesagt, hier findet ihr noch mehr Informationen über das Scalping auf dieser Seite. Schaut euch die Seite auf jeden Fall mal an. Dort findet ihr auch jetzt gleich den Download zu dieser Strategie. Und zwar ist das hier nochmal die Support- und Resistance-Strategie. Ist immer noch up-to-date, immer noch eine gute Sache. Und zwar sehen wir jetzt hier oben auch nochmal links, this indicator is out of date, new version available. Das kann bei euch natürlich auch kommen. Und zwar, warum kommt das? Weil die Leute, die den Indikator hier erstellt haben, updaten den regelmäßig. Momentan ist es so, dass der Download gerade nicht funktioniert. Ich wollte mir die neue Version holen. Funktioniert gerade nicht der Download, aber die alte Version funktioniert natürlich immer noch. Du findest, wie gesagt, den Link dann auf der Webseite zum Download dieser Strategie. Ist eine sehr geile Sache. Support-Resistance-Linien werden hier eingezeichnet. Also diese Strategie zeigt wirklich nur die Extrempunkte im Markt an, was mir besonders gut gefällt. Und das ist natürlich auch anwendbar auf Tagescharts. Ja.
Für den M1-Chart ist es auch anwendbar, diese Scalping-Strategie. Also wer sich das hier wirklich dann in seinen kleinen Zeitfenster einblenden möchte, ist eine sehr, sehr große Hilfe, weil es einfach nochmal hier visuell die Hochs und Tiefs euch einzeichnet. Ja? Und dann kann man an diesen Extremstellen im Markt, kann man Einstiege suchen für Trades. Und das klappt wirklich hervorragend. Wie gesagt, ich bin auch schon ein Fan davon, von Support Resistance Trading. Ja, also an den wirklich den Extrempunkten zu traden. Hier sehen wir das schön, die Bewegung, die Swings, hoch geht's runter und da suche ich meistens meine Einstiege. Ja, in der Mitte traden bin ich nicht so ein Fan von. Also dieser Indikator zeichnet euch das automatisch hinein. Ja, ihr braucht nichts machen, nehmt euch Arbeit ab, wie gesagt, Download kostenlos unten auf meiner Seite. Ihr braucht natürlich dann noch einen Broker, der MetaTrader 4 Karten, findest du auch unten in der Beschreibung verlinkt, beziehungsweise auf der Seite verlinkt. Und dann kann man schon direkt los starten. Ja, wie gesagt, automatisch wird das eingezeichnet und er gibt euch auch einen Alarm. Persönlich kann ich euch noch den Tipp geben, nehmt nicht mehr als zwei Währungspaare für das Scalping. Ja, besonders bei den Haupthandelszeiten wird es da öfters mal kritisch und wenn ihr da zwei, drei Währungspaare zum Beispiel offen habt, kann das jetzt hier mal reinmachen. Scalping-Strategie. Ja. Ich werde gleich nochmal sagen, wie ihr das einfügt, das Ganze in eure MetaTrader. Dann braucht ihr wirklich nur zwei Währungspaare. Ihr könnt das auch nebeneinander euch hier machen im MetaTrader 4, MetaTrader 5 und das reicht dann völlig, wenn ihr hier bei zwei Währungspaaren handelt. Sonst ist das ein zu großer Stress und ihr kommt wirklich durcheinander. Alles klar soweit. Wie fügt man das Ganze jetzt ein? Man geht hier oben auf Datei, ihr ladet euch die Dateien runter, braucht WinRAR zu entpacken oder ein anderes Programm. Geht die ganze mal auf Dateiordner öffnen, dann geht ihr einmal MQF4 rein, Indikatoren, da kommen die Indikatoren rein. Ja, aus dem Ordner und wir gehen wieder zurück und dann noch auf Templates. Ja, da kommt das Template rein. Dann müsst ihr den MetaTrader 4 neu starten. Macht hier einen Rechtsklick drauf, wenn ihr neu gestartet habt. Geht auf Vorlagen, wählt hier Scalping-Strategie aus. Wichtiger Tipp noch bei dieser Strategie ist, manchmal hängt der Indikator ein bisschen. Da müsst ihr, wie ihr das vielleicht gesehen habt am Anfang dieses Videos, Rechtsklick drauf auf Vorlagen und dann klickt ihr auf Scalping-Strategie. Dann aktualisiert er das nochmal und zeichnet euch das Ganze ein. Das müsst ihr auf jeden Fall mal durchmachen. Wie gesagt, wenn hier der neue Indikator rauskommt, werde ich das auch natürlich, jetzt sehen wir, hier sehen wir die Supportstelle, hier steht auch immer dabei, Weak Support, also schwacher Support, würde ich jetzt auch nicht besonders als Support sehen, ja, der haut komplett durch, kriegt er hier diesen Alarm rausgeschmissen, Support Zone entered, das ist ziemlich geil. Ja, wenn ihr hier drauf geht, klick, download is last, bla bla bla, dann kommt ihr auf die Seite, könnt ihr das hier auch runterladen, den Indikator, die neue Version, funktioniert allerdings aktuell leider nicht. Ja, ich werde das dann auch updaten auf meiner Seite, den Download, wenn die neue Version wieder funktioniert mit dem Download, und dann könnt ihr euch das auch runterladen. Wie gesagt, der alte Indikator funktioniert noch, problemlos, und ja, hier sehen wir das. Auch nochmal bei den Support-Resistance-Sachen, hier zum Beispiel Turncode. Resistance heißt, ja, Support wird zu Resistance. Weak Resistance heißt, ja, ist schwache Resistance. Dann seht ihr auch nochmal untested Support und wir sehen auch hier Stellen, die mehrmals angetestet würden. Das zeigt euch auch hier ein bei dieser Strategie. Alles klar soweit. Ich danke mir fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Holt euch auf jeden Fall die Strategie. Ist eine super geile Sache, vor allen Dingen für jeden Trader kann das benutzen, weil es euch nochmal einen visuellen Überblick gibt, ja, für den Handel. Und es hilft auf jeden Fall euch weiter. Bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao.